Heute geht es um eine spezielle Mixmethode und zwar um das Top-Down-Mixing. Und ich erzähle dir, was es damit auf sich hat und wie ich das in meinen Mixprozess integriert habe. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und heute geht es, wie gesagt, um Top-Down-Mixing, um die Mix-Methode des Top-Down-Mixings. Diese Mix-Methode soll verschiedene Sachen versprechen, nämlich, dass man in kürzerer Zeit mit dem Einsatz von weniger Plugins trotzdem einen professionell klingenden Sound hinkriegen soll bei seinem Mix. Das sind ja erstmal große Versprechen und um zu verstehen, wie die Top-Down-Methode funktioniert, möchte ich dir erstmal meinen Mix-Prozess zeigen und das mache ich anhand einer Pyramide, die ich mir hier zurechtgelegt habe. Tolle Einblendung hier, ne? Eine ganz berühmte Pyramide. Wer weiß, was das für eine Pyramide ist, kann es gerne unten mal reinschreiben. Ich persönlich weiß es. Also, stellen wir uns den Mix mal als eine Pyramide vor. Wir haben hier unten alle Instrumente und wir haben hier oben den Masterbus. Das heißt, alle Instrumente führen irgendwann automatisch in den Masterbus rein. Wenn ich jetzt einen Mix angehe, dann fange ich hier unten erstmal beim Schlagzeug an. Das Schlagzeug aber wirklich in klein, klein. Erstmal die Bassdrums, sorgt dafür, dass die Bassdrum oder eine Bassdrum, je nachdem wie viel Mikrofon ich habe, die Bassdrum gut klingt, dann die Snare, dann kommen die Overheads dazu, dann sorge ich dafür, dass das ganze Schlagzeug als Instrument gut klingt. Und wenn ich das geschafft habe, dann mische ich den Bass als nächstes, sorge dafür, dass der Bass gut klingt, füge ich den mit dem Schlagzeug zusammen und dann klingen die beiden zusammen gut, dann mische ich die Gitarren, mische die mit dem anderen zusammen und so wächst Stück für Stück mein Mix und die ganzen Instrumente führen dann meistens in einzelne Busse, das heißt, das Schlagzeug führt in einen Schlagzeugbus, die Gitarren in einen Gitarrenbus, Bass, wenn ich mehrere Bässe habe, in einen Bassbus, Streicher, Trompeten, Gesänge und so weiter führen in einzelne Busse, die dann aber wiederum in zwei Hauptbusse bei mir reinführen, nämlich einmal den Mucke-Komplettbus und einmal den Vocals-Komplettbus. Das heißt, ich habe zwei Busse, wo zum einen nur die Instrumente drauflaufen und bei dem anderen Bus, wo nur die Vocals drauflaufen. Klicke ich bei den Vocals auf Mute, zack, habe ich ein Playback. Klicke ich bei der Mucke auf Mute, habe ich nur die Vocals und kann mir die einzeln anhören. Also wunderbar. Das Ganze führt dann hier oben in den Masterbus rein und so ist mein Mix halt wie eine Pyramide aufgebaut. Beim Top-Down-Mixing ist es nicht so, denn wie der Name schon sagt, Top-Down, man mischt von oben nach unten. Das heißt, die Mixmethode ist wie folgt. Man hat sämtliche Instrumente hier unten und sorgt erstmal dafür, dass man hier eine Grundbalance zwischen den einzelnen Instrumenten hat. Das heißt, man stellt einen Grundmix her, aber ohne irgendein Plugin anzurühren. Das heißt, man nimmt nur den Volume Fader und schiebt bei jedem Instrument das Volume hoch, also den Lautstärkeregler hoch, sodass man eine Grundbalance zwischen allen verfügbaren Instrumenten hergestellt hat und nutzt auch das Panorama da schon. Dann hat man einen Mix mit völlig unbearbeiteten Klängen, aber im Prinzip ist der Song schon mal als solcher erkennbar. Und jetzt fängt die Top-Down-Mix-Methode eigentlich erst an, denn Top-Down bedeutet vor allem den Umgang mit den Plugins. Wir fangen hier oben an, im Masterbus, nutzen im Masterbus Plugins, mit denen wir den Sound des bisher vorliegenden Songs nun formen können. Also ein Equalizer, Kompressor, vielleicht Tape Saturation, was auch immer. Auf jeden Fall nutzen wir diese Plugins, um hier den Sound ein bisschen zu formen. Haben wir da ein zufriedenstellendes Ergebnis unter Einsatz der Möglichkeiten erreicht, gehen wir eine Ebene tiefer, bei mir dann halt der Mucke-Komplettbus und der Vocals-Komplettbus und formen dann den Klang dieser beiden Busse, also der ganzen Instrumente, die da zusammenkommen, der ganzen Vocals, die da zusammenkommen, formen den wieder ein bisschen. Und so wird so Stück für Stück aus unserem Mix immer mehr das weggekloppt, was blöd klingt, indem man jeweils eine Stufe tiefer geht, dann in die Instrumentenbusse. Und dann, wenn dann immer noch Schwierigkeiten in einzelnen Instrumenten sein sollte, kann man immer noch in den einzelnen Instrumenten dann nochmal nacharbeiten. Wie gesagt, das Versprechen ist, dass man weniger Plugins braucht und schneller zu einem Ergebnis kommt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht können wir es ja mal ausprobieren. Falls es dich interessieren sollte, dann schreib doch mal Top-Down unten in die Kommentare, dann weiß ich, wie viel Interesse da ist und dann können wir im Rahmen eines Live-Mixes mal einen Song komplett Top-Down mischen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich habe dir aber auch gesagt, dass ich die Methode in meinen Mix-Prozess integriert habe. Und wie ich das genau gemacht habe, wie ich da aus dieser Top-Down-Mixing-Methode ein Werkzeug gemacht habe, was ich im Rahmen meines Mix-Prozesses benutze, das zeige ich dir gleich an der Session. Das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Und verpasst nach der Session auf keinen Fall die Frage der Woche. Da geht es nämlich um den Einsatz eines Noise-Gates bei Drums. Also auf jeden Fall eine spannende Frage. Und falls dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst, indem du Daumen nach oben klickst. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du noch kein Abonnent dieses Kanals sein solltest, ich weiß, du kennst diese Ansprache schon, aber falls du noch kein Abonnent dieses Kanals sein solltest, ist jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt, mal eben schnell auf den Abo-Knopf drauf zu drücken und daneben die Glocke nicht vergessen. Ping! Denn dann hast du eine Chance, auch das nächste Video nicht zu verpassen. Kriegst nämlich einen Hinweis darauf, wenn das rauskommt oder wenn ich mal wieder live mische. Also kannst du jetzt schnell auf den Abo-Knopf drücken. Schnell draufklicken. Klicken. Ich mein's ernst. Okay, Spaß gemacht.
Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken mal, wie die Top-Down-Mixing-Methode als Werkzeug in meinem Mixprozess funktioniert. Bis gleich. Und dann sind wir schon im Mix und wie ich es gerade schon gesagt habe, Top-Down-Mixing ist für mich kein Ansatz für den kompletten Mix, aber ein super hilfreiches Werkzeug im Gürtel meines Werkzeugkastens, also ein Tool, was ich benutze, wenn ich im Mixprozess drin bin. Wenn man sich das Prinzip vom Top-Down-Mixing anguckt und zwar mal runterbricht, dann bedeutet es ja nur, dass man eine Riesengruppe von Instrumenten zusammenpackt und dann zusammen auch bearbeitet, also entsprechend im Masterbus, genauso wie ich es gerade erklärt habe. Wenn man das Prinzip dann also überträgt auf ein Werkzeug, dann bedeutet es, dass man verschiedene Instrumente, die entweder gleich klingen oder gleichartig sind, dass man die zusammenfasst und in einem Bus zusammen bearbeitet. Man kann zum Beispiel alle Gitarren auf einen Bus schicken und da erstmal zusammen bearbeiten oder, wie ich das jetzt hier gemacht habe, einen Chor mit ganz vielen Stimmen zusammenfasst und auf einem Bus zusammen bearbeitet. Das hat einen riesen Vorteil, dass ich bei 12 Stimmen, die ich jetzt hier zum Beispiel habe, dass ich nicht in jeden einzelnen Chorbus einen Equalizer reinladen muss, einen Kompressor reinladen muss. Das heißt ja, bei 12 Spuren Equalizer, Kompressor sind schon 24 Plugins, die jede Menge CPU-Power brauchen und die zumindest bei der Bearbeitung auch eine ganze Menge Zeit brauchen. Nein, ich fasse einfach die Spuren alle zusammen, sorge dafür, dass die insgesamt einen ausgewogenen Grundklang haben, dass die Panoramas stimmen, so wie ich das hier auch gemacht habe, schicke die dann komplett auf einen Bus und bearbeite die erst auf dem Bus mit den Plugins. Und das habe ich hier auch gemacht. Ne? Hier ist nicht ein einziges Plugin reingeladen, wie man hier sehen kann. Und ich habe nur die Panoramas hier bearbeitet. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und weil die alle hintereinander eingesungen worden sind, sind die sogar vom Pegel her so gleichförmig, dass ich hier noch nicht mal bei den Volume-Federn was anpassen musste. Das heißt, das ganze Paket hier mit 12 Spuren geht komplett rüber auf den Core-Komplettbus, das ist dieser hier, und erst da findet die Bearbeitung Top-Down-Prinzip statt. Das heißt, ich habe hier einen Equalizer reingeladen, einen Kompressor und einen Overdrive noch für ein bisschen Obertöne und dann noch ein Delay hier sogar noch auf einen Bus geschickt, damit das Ganze komplett bearbeitet wird. Spart Zeit und Energie und vor allem CPU-Power. Wir können ja mal kurz reinhören, wie es klingt. Im Moment klingt der Core im kompletten Mix so. Bisschen mumpfig, nicht laut genug irgendwie, ne? Schreit also nach Nachbearbeitung, aber eben Top-Down-mäßig, nicht in der Einzelspur, sondern im kompletten Paket. Das heißt, ich habe einen Equalizer hier reingeladen, den kann ich hier mal zeigen. Der ist ziemlich harsch eingestellt oder heftig eingestellt. Auf jeden Fall filtert der untenrum eine ganze Menge weg. Den habe ich natürlich nicht solo eingestellt, ne? Sonst wird das wirklich sehr dünn klingen, sondern ich habe den natürlich im Mix eingestellt, damit ich genau einpassen konnte, wie der Chor zu klingen hat, wenn er mit dem kompletten Playback zusammenarbeitet. Ich mache den mal aus und schalte den dann mal dazu, dann hören wir mal, was er macht. Ne, allein die Tatsache, dass ich da unten rum nur eine ganze Menge weggeschnitten habe, sorgt schon dafür, dass der Höhenbereich aus diesem Signal, dass er sich besser durchsetzt und dass die Chöre sich insgesamt selber besser durchsetzen, weil der Mumpf einfach verschwunden ist. Super easy, ein Plugin, 12 Kanäle bearbeitet, spitzenmäßig. Als nächstes habe ich dann einen Kompressor reingeladen, den 1176 in meiner Standardeinstellung, die ich benutze. Falls du nicht weißt, was damit gemeint ist, kann ich dir hier oben mal ein Video einblenden. Ich rede ganz schön oft davon, dass ich ein Video einblenden kann. Ne? Aber bei über 300 Videos habe ich ja zu fast jedem Thema auch schon was gemacht. Also, ich kann dir hier oben ein Video einblenden, falls du es verpasst haben solltest. Da siehst du, wie ich das genau eingestellt habe. Und dieser Kompressor, der soll so 5 bis 7 dB komprimieren. Schauen wir mal, was er macht. Speziell bei dem langen U sorgt er dafür, dass der Anfangsimpuls, der immer ein bisschen lauter ist, weil ich ja noch mehr Luft in der Lunge habe, dass der ein bisschen komprimiert wird. Und wenn mir dann hinten raus ein bisschen die Luft ausgeht, der Pegel beim Singen ein bisschen leiser wird, dass das dann angeglichen wird und der Chor insgesamt ausgeglichener klingt. So sorgt dann dieser Kompressor dafür, dass der U-Chor vorne genauso laut ist wie hinten. Das macht dieser Kompressor. Als nächstes habe ich dann noch einen Overdrive drauf gemacht. Das ist Geschmackssache. Wenn wir hier über einen Soul-Song reden sollten mit einem schmusigen Chor, dann würde ich natürlich keinen Overdrive benutzen. Ne? Das muss ja richtig schmusig sein. Aber hier reden wir über einen Rocksong. Das heißt, auch der Chor darf durchaus ein bisschen Schmutz haben, ein bisschen Obertöne haben. Und dementsprechend habe ich hier mit dem Red Light Distortion noch ein bisschen was oben drauf gepackt. Und wir können mal kurz hören, was der macht. Solo. Und ich drehe es mal kurz volle Pulle rein. Solo muss ich hier einstellen. Ne? Ich drehe es mal kurz rein, was der genau macht. So, jetzt aber. So ist übertrieben. Drehe ich aber zurück.
kann man auch erahnen, wie viel Schmutz der dazu fügt. Und das sorgt dafür, wenn so solo abgehört klingt, ist ja nicht besonders gut, aber zum Glück hören wir die Kanäle ja nie solo ab, zumindest nicht, wenn wir den Song hören. Das sorgt dafür, dass der Chor noch ein kleines bisschen besser mit den Gitarren verschmilzt und mit dem kompletten Playback verschmilzt, weil es ist ja ein rockiger Song. Auch da sind jede Menge Obertöne unterwegs und das verbindet sich dann ein kleines bisschen besser. Insgesamt zusammen dann also eine bessere Melange aus dem Ganzen und dann am Schluss noch ein Delay hier per Bus noch dazu geschickt. Das können wir uns auch noch kurz solo anhören, was das Ding macht. Ne, so eine kleine Fahne noch sorgt für ein bisschen Tiefe im Mix und sorgt dafür, dass auch da der Chor sich noch ein kleines bisschen mehr einfügt. Insgesamt kommt dann also dieses bei raus. Fehlt nur noch die Hauptstimme, dann ist der Mix auch schon fast fertig. Das machen wir demnächst im Live-Mix. Falls du das nicht verpassen möchtest, musst du auf jeden Fall auch darauf achten, wann dieser Live-Mix online geht. Falls du das Video danach sehen solltest, kannst du dann auf jeden Fall auf meinem Kanal das Video nochmal wiederfinden. So viel dazu, so viel zu Top-Down. Wenn man gleichförmige Instrumente oder gleichartige Instrumente zusammen bearbeitet auf einem Bus. Und jetzt gehen wir rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Also auf jeden Fall eine spannende Methode. Und wie du weißt, ich bin ja kein großer Freund von Schwarz-Weiß oder von nur so geht's, sondern meine Maxime ist immer, egal auf welchem Weg du es schaffst, deinen Song gut klingen zu lassen. Jeder Weg ist gerechtfertigt, wenn du das Ergebnis hinkriegst, was du später haben willst. Also, für mich ist Top-Down-Mixing vorerst mal ein Werkzeug in meinem Werkzeuggürtel oder in meinem Werkzeugkasten, das ich immer benutzen kann, wenn ich es gerade brauche und was mir dann Zeit spart. Ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen und falls du das auch benutzt in deinem Mixprozess, dann schreib es doch unten auch mal in die Kommentare rein. Vielleicht ist da ja auch eine Anregung, wie man es anders benutzen kann, als das, was ich dir gerade gezeigt habe. Wie gesagt, ich bin ja nicht die allwissende Müllhalde. Kommen wir zur Frage der Woche und die kommt heute von Steffen und Steffen schreibt: Hi Jonas, danke erstmal für deine großartigen Videos. Sehr gerne, Steffen, mache ich doch gerne. Eine kurze Frage habe ich bezüglich eines Noise Gates in der Bassdrum-Plugin-Kette. Wann sollte man deiner Meinung nach das Gate benutzen? Gleich am Anfang oder nach gewissen Plugins? Danke im Voraus. Gruß, Steffen. Lieber Steffen, Gruß zurück natürlich erstmal. Ein Noise Gate setze ich grundsätzlich immer am Anfang der Kette ein. Denn das Noise Gate soll ja dafür sorgen, dass ich ein möglichst sauberes Signal, zumindest bei einer Bassdrum habe, dass also die Schläge, dass alles, was zwischen den Bassdrum-Schlägen ist, entweder leiser gemacht wird oder komplett verschwindet, damit ich einen saubereren Mix bekomme. Und das kann ich im Idealfall nur erreichen, wenn das Noise Gate tatsächlich das erste Plugin in der Kette ist. Damit kann ich dann dafür sorgen, dass das Noise Gate immer nur öffnet, wenn die Bassdrum spielt und sofort schließt, also den Kanal quasi mutet auf seine Art und Weise, wenn die Bassdrum nicht spielt. Da muss man ein bisschen tüfteln, um das Noise Gate sauber einzustellen, damit auch wirklich nur die Schläge durchkommen, die gebraucht werden. Aber das Plugin, also das Noise Gate, gehört auf jeden Fall an die erste Kette. Ich persönlich benutze Noise Gates in der klassischen Standardeinstellung nicht so gerne, weil ich immer irgendwie den Eindruck habe, dass vorne die Transienten doch abgeschnitten werden. Es gibt zwar immer bei den Plugins eine Look Ahead, also eine Guck-Voraus-Funktion, die dafür sorgen soll, dass das Plugin immer schon ein bisschen vorlauscht, wann gleich die nächste Bassdrum kommt. Aber ich bin ehrlich, für mich reagieren die immer noch zu langsam und ich habe immer den Eindruck, wenn ich ein Noise Gate draufschmeiße, auch das Gute von FabFilter, dass der Transient vorne immer ein kleines bisschen abgeschnitten wird. Deswegen habe ich mal ein Video dazu gemacht, wie man das Noise Gate noch optimieren kann. Falls dich das interessiert, kannst du hier oben auch mal klicken, blende ich dir das hier oben ein, wie man das Noise Gate auf jeden Fall verbessern kann. Eine Methode aus den alten Mixtagen, die heute immer noch wunderbar funktioniert und auf jeden Fall dafür sorgt, dass man Noise Gate einsetzen kann und trotzdem alle Transienten bei seinem Schlagzeug behält. Also, Noise Gate erstes Plugin in der Kette und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassou.